Verena Nussbaum von der SPÖ setzt fort. Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen heute, schon mehrmals gesagt worden, das Berufsanerkennungsgesetz der Berufe Ärztinnen, Tierärztinnen, Zahnärztinnen, Apothekerinnen und Hebammen. Die Umsetzung dieses Gesetzes ist ein notwendiger Schritt, der schon lange überfällig war. Es geht um eine EU-konforme Rechtslage in der Anerkennung dieser Gesundheitsberufe. Bei den anderen Gesundheitsberufen, das ist sehr interessant, ist die EU-konforme Rechtslage bereits 2020 erfolgt. Wir werden auch aus Seiten der SPÖ zu diesem Gesetzesentwurf unsere Zustimmung geben. Aber apropos überfällige Umsetzung. Derzeit hat man den Eindruck, dass in der Regierungsarbeit Stillstand besteht. Es gibt kaum Initiativen der Bundesregierung, es gibt kaum Regierungsvorlagen zu begutachten. Und ich frage mich, woran arbeitet diese Bundesregierung überhaupt noch? Offensichtlich hat sich die Bundesregierung in der Pandemie freiwillig in Quarantäne versetzt und tut jetzt überhaupt nichts mehr, vor allem was den Gesundheits- und Sozialbereich angeht. Da stellt sich schon die Frage, will die Regierung nicht mehr arbeiten oder kann sie es nicht mehr? Die fehlende Motivation der Bundesregierung und auch der Koalitionsparteien zeigt sich aber auch in der parlamentarischen Arbeit. Wir hatten letzte Woche Gesundheitsausschuss. Es gab 24 Tagesordnungspunkte. Zwei davon sind heute im Plenum zur Abstimmung. Überraschenderweise die 22 anderen Tagesordnungspunkte waren alles Anträge der Oppositionsparteien. Die wurden allesamt vertagt. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt von Seiten der Regierungsparteien kein Interesse an tatsächlicher Arbeit. Jedes kleine Bausteinchen, zum Beispiel wenn wir das Thema Pflegereform hernehmen, wird vertagt und es wird immer in die Zukunft geschoben. Was hören wir immer? Ankündigungen, nur Ankündigungen. Wir werden jetzt seit Jahren bezüglich dieser Pflegereform vertröstet. Es wurde noch nichts vorgelegt. Wir haben als Nationalratsabgeordnete absolut keine Ahnung, was da still in den Hinterzimmern geplant wird oder ob überhaupt etwas geplant wird und wie Maßnahmen aussehen sollen, die die Situation in der Pflege verbessern. Es wird angekündigt, es bleibt bei den Ankündigungen, obwohl wir immer wieder vor allem schon aufzeigen, welche dramatischen Zustände es im Pflegebereich gibt, die sich in den nächsten Jahren verschlechtern werden. Es ist Gefahr im Verzug. Herr Bundesminister, fangen Sie endlich zu arbeiten an. Dankeschön. Verena Nussbaum von der SPÖ kritisiert die Vertagungspraxis der Regierungsparteien in den Ausschüssen. Aus dem Gesundheitsausschuss etwa hätten es nur 2 Anträge in das Plenum geschafft, 20 weitere Anträge der Opposition nämlich wurden vertagt.